Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Oh, also. Ich meine, ich muss sagen, ich liebe es, Pakete auszupacken. Ich liebe es so sehr, Pakete auszupacken, dass ich dem sogar einen eigenen YouTube-Kanal gewidmet habe, in dem ich Pakete auspacke, weil es wirklich Spaß macht. Aber manchmal kommen dann Pakete daher, bei denen macht es keinen Spaß, sie auszupacken. Gut, glücklicherweise hat übrigens nach Arrow America jetzt mittlerweile auch Arrow England es geschafft, die IOSS-Geschichte richtig zu erfüllen und dabei einem die Sachen zuzustellen, ohne dass man damals noch einmal, dass man dann noch einmal doppelt mit dem Zoll und der Post zur Kasse gebeten wird. Aber ganz ehrlich, Arrow, das ist, also, es ist schwer, das alles so quasi abzudecken, dass ich es da in die Kamera halten kann. Aber ich meine, dieses Paket, das schaut aus wie Luftpost. Also in diesem Sinne von aus dem Flugzeug direkt rausgeschmissen. Und ich weiß, dass Bruce Lee einer der stärksten Menschen der Welt war, der am Ende trotzdem gegen Atomopyrin verloren hat. Aber das ist widerwärtig. Vor allem, weil ich schon höre, wie das hier drinnen herumfliegt. Also die Chance, die Wahrscheinlichkeit, dass das, was in diesem Paket drinnen ist, in Ordnung ist, kann man, glaube ich, als Null bezeichnen. Das ist so eine Art Schrödingers Paket. Solange ich es nicht aufgemacht habe, ist quasi die Bruce Lee Arrow Video Box da drinnen sowohl kaputt als auch nicht kaputt. Wir werden es aber leider rausfinden müssen. Aber ich fürchte, dass das wieder einen relativ nervigen Mailverkehr mit Arrow mit sich ziehen wird. Weil das, ich meine, es ist eine Katastrophe. Ja. Also solche Sachen in so einem Zustand kriege ich aber wirklich nur von der österreichischen Post. Andere Zustellfirmen trauen sich sowas wirklich nicht. Also ich meine, ich glaube, das hätte ich mir nicht einmal mehr zustellen getraut in diesem Zustand. Aber die Daumen sind natürlich immer noch ansatzweise gedrückt. Vielleicht ist es ja ein Wunder, dass hier geschehen ist, weil ich wollte halt einfach bei der Bruce Lee Box dann doch nicht einfach die standardmäßige von Amazon, vor allem auch, weil ich die Artworks von Tony Stella jetzt nicht so Stella finde, sondern weil ich einfach die anderen Zeichnungen hier haben wollte. Und es ist... Ja, na gut. Ah, Alter! Fucking hell! Ah, aua, aua, aua. Ja, ja, danke. Danke. Darf ich an der Stelle übrigens noch einmal herzeigen, was verwendet wurde, um diese Box zu schützen? Das hier. Ich meine, ich nehme an, die Luftpolster waren vorher gefüllt, aber ich meine, natürlich drücken sich die zusammen. Und natürlich, wenn das Paket dann so ausschaut, schaut die Box, die da drinnen war, nachher so aus. Bist du deppert? Also ich meine ganz ehrlich, bei minimal eingedrückten Ecken bin ich ja teilweise noch wirklich tolerant. Aber das ist ein absoluter Totalschaden, den ich da aus dieser Kiste rausgezogen habe. Bist du deppert? Ist das hier nicht so eine Scheiße? Also das ist wirklich extrem schade. Ich hätte diese Box jetzt wahnsinnig gerne für euch dann ausgepackt, auch schon im Sammlungsupdate. Aber das ist absolut unmöglich. Da möchte ich auch nicht riskieren, dass Arrow dann irgend sowas sagt, dass ich das dann nicht mehr umtauschen kann. Nope, also das geht definitiv zurück. Das geht vor allem auch mit einer massiven Beschwerde zurück, weil das so zu verpacken, das ist absolut fahrlässig und das ist eine Frechheit. Da kann man in Wirklichkeit der Post nicht einmal mehr einen Vorwurf draus machen, weil das kaputt ankommen muss. Das muss man einfach sehen und das ist eine Frechheit von Arrow, das so zu verschicken. Ich bin wirklich unglaublich wütend, weil ich meine, man sieht, was für eine Materialverschwendung das ist, was für eine liebevolle, wunderschöne Box das ist und dann wird die einfach mehr oder weniger gnadenlos kaputt gemacht, bewusst kaputt gemacht, indem man sich weigert, sie gescheit zu verkaufen. Das ist eine Frechheit!